Und von Mannheim schauen wir nach Heidelberg und dort kümmert sich die Galionsfigur der Fasnacht höchst selbst darum, dass in der fünften Jahreszeit nichts aus dem Ruder läuft. Pünktlich zum Start der Kampagne sind mehrere dieser großformatigen Plakate an vielbefahrenen Straßen im Stadtbild aufgetaucht. Darauf ist der Perkeo zu sehen, der die Hajo-Regeln erklärt. Hände waschen, Alltagsmasken, jederzeit Abstand, ordentlich lüften. Hajo, das ist in Heidelberg das, was in Mannheim und Ludwigshafen ein Ahoi, in Mainz ein Hellau und in Köln ein Alaf wäre. Der Perkeo sagt also, wo es lang geht und das nicht nur auf den Plakaten in der Stadt. Er wendet sich auch mit kleinen Videos ans närrische Volk, nimmt die Nebenwirkungen von Corona aufs Korn, ohne zu verharmlosen und appelliert vor allem an die Vernunft, gerade zur Fasnacht. Und das sieht dann so aus. Ach, ihr seid wieder da. Soll ich euch mal sagen, was mich in letzter Zeit wirklich aufregt? Das sind diese Maskenverweigerer, die einfach nicht so einen Lappen vor die Gosch machen wollen. Dabei, wenn die Sonne scheint, dann setzt er doch auch eine Sonnenbrille auf. Oder wenn der krumme Fies habt, dann macht er Einlage in die Schuhe. Und wenn die Hosen zu groß sind, dann sieht er einen Gürtel oder in meinem Fall Hosenträger. Und dann soll es wirklich eine Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte sein, wenn man so eine Maske aufsetzen muss? Kinders, das glaube ich nicht. Ihr kennt es besser, oder? Maske aufsetzen. Weil mit so einer Maultasche auf der Schnut wird da die Fasnacht wieder gut. Bleibt gesund. Was halt dann von meiner Nachekam? Eigentlich ist es eher ein Cup für eine Narren. Und wisst ihr, was im Moment ganz schwer ist? An gescheites Klopapier zu kommen. Eins haben wir in der Pandemie gelernt. Das Wichtigste, das wissen wir, ist für den Narren Klopapier. Also, hajo, und bleib daheim und passt auf euer Klopapier auf. In letzter Zeit wird es mit unserer Sprache immer besser. Immer mehr Wörter, wo keiner versteht. Social Distancing. Früher haben wir gesagt, bleib mal von der Pille. Homeschooling, da haben wir gesagt früher, man lernt daheim. Und jetzt? Jetzt haben wir Lockdown. Ich habe noch nicht einmal gewusst, was ein Lockdown ist. Gott sei Dank hat mir einer geholfen, hat es ins Internet eingetippt. Und das ist ein Lockdown. Also, bleibt gesund. Euer Perkeo. Ja, und jetzt sitzt er hier bei uns im Studio, der Perkeo. Erzähl, wie kamst du dieser Kampagne, die ihr euch da ausgedacht habt? Ja, wir müssen ja irgendwas machen. Also gar nichts machen geht gar nicht. Und mit Publikum geht leider auch nicht. Also haben wir uns überlegt, wir drehen kleine Videos bis Aschermittwoch und stellen die immer wieder ins Netz, um mindestens ein bisschen den Anschein von Fasnacht zu wahren. Und zumindest ein bisschen das zu kritisieren, was im Moment so draußen los ist. Sehr gut. Was habt ihr da bisher für ein Feedback bekommen? Also wie waren die Reaktionen? Ja, die Reaktionen sind gut. Ich glaube, da können wir so weitermachen und die nächsten Videos sind ja schon auf Halde und werden zweimal in der Woche veröffentlicht. Wie viel habt ihr euch da vorgenommen bis zum Ende der Kampagne? Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube 10 haben wir noch nicht mal gezeigt. Aber jede Woche drehen wir so 5. Mal gucken, wie lange das reicht. Habt ihr euch sonst noch was überlegt, wie ihr irgendwie die Leute in dieser Lockdown-Phase, in dieser Zeit jetzt trotzdem närrisch bei Laune halten? Ja, wir wollten ja heute im Heidelberger Schloss die Fasnacht eröffnen, weil vor 90 Jahren wurde Perkeo Symbolfigur der Heidelberger Fasnacht offiziell im Schloss. Ging nicht. Dann haben wir uns vorgenommen, wir machen im Januar eine Veranstaltung, wo wir alle unsere Ehrensenatoren lustige Reden einladen können, um da die Orden zu verleihen. Ich glaube bis jetzt noch nicht, dass es stattfindet, hoffen wir aber. Und das war es dann auch wahrscheinlich, was in der Fasnacht geht dieses Jahr. Und deswegen wenden wir uns über die neuen Medien. Wir machen, geplant ist zumindest eine Mini-Prunksitzung, die wir dann eine Woche vor dem Aschermittwoch ausstrahlen werden, über Facebook, was weiß ich, was es alles gibt, um dann ein bisschen Heidelberger Fasnacht zu machen. Die Zeiten jetzt, die verändern auch irgendwie die Tradition mit diesem Doppelorden. Was hat es damit auf sich? Ja gut, wir haben einen Orden gemacht, bevor der ganze Lockdown kam und dachten, der hebt für ein Jahr und dann kam es. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Zweimal können wir uns das natürlich auch nicht leisten. Es sind viel Geld, was diese Orden kosten, aber einfach oben 2 Jahre draufgeschrieben. Deswegen ist das 2-Jahres-Orden. Muss für 2 Jahre halten. Sehr gut. Habt ihr die Hoffnung wirklich schon komplett aufgegeben, dass dann nächstes Jahr vielleicht noch was passieren kann? Oder schwingt das noch so ein bisschen mit? Die Verkehrsgesellschaft war schon sehr früh dran. Gleich im Frühjahr haben wir gesagt, es wird nichts. Und wir haben leider recht behalten. Und wenn man mich fragt, wie gern ich es machen würde, und ich bin wirklich traurig, dass wir es nicht machen können, aber ich glaube es einfach nicht. Aber ich lasse mich gerne von was Besserem belehren und ich hoffe nicht, dass die Hoffnung zuletzt stirbt.
Kann da die Fasnacht auch irgendwas tun, mit irgendwelchen Auflagen beispielsweise, um da dann vielleicht doch ein bisschen irgendeine Sitzung zustande zu kriegen? Ist ein bisschen schwierig, ne, bei euch? Ohne Publikum, finde ich, ist es schwer. Und dann dieser Abstandsring, dann nur den Saalviertel voll machen, wie soll da Stimmung aufkommen? Genau. Dschungel mit Verlängerungskabel oder ich weiß nicht, kann man schwer vorstellen. Aber ich finde, heute habe ich das gesehen, überall diese ganzen, die Vereine bei uns in der Region, in der Kurpfalz, die stellen überall kleine Videos rein. Mhm. Das ist vielleicht das Neue, die neue Fasnacht. Das ist vielleicht das Gute, das einzig Gute an Corona, dass man auf neue Ideen kommt. Wir haben es eben schon im Einspieler gehört, mit dem Maultasch auf der Schnut wird die Fasnacht wieder gut. Ja. Wann? Jetzt ist doch der Impfstoff da. Ja. Und wenn der da ist, also ich bin fest überzeugt, nächstes Jahr Fasnacht, Ende 2022, also heute in einem Jahr, am 11.11. feiern wir wieder Fasnacht, bin ich fest davon überzeugt. Mir drücke die Daumen, dass es auf jeden Fall so wird. Gute Idee mit den Facebook-Videos. Danke, hat Spaß gemacht. Ja. Und wir, liebe Zuschauer, wir sind gleich wieder da.